Guten Tag alle zusammen. Wie schön, dass du wieder dabei bist und heute Lust auf Singen hast und ein bisschen Spaß, Geschichten, ein bisschen Tanzen. Genau. Und jetzt ist ja diese schöne Zeit angefangen. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt schon die erste Kerze angemacht. Wir haben ja schon den ersten Advent gefeiert und wir haben ja auch schon dekoriert. Das sieht schon alles hier ganz weihnachtlich aus. Genau. Aber wir begrüßen uns erstmal. Oh ja, mit dem Corona-Kuss. Genau. Ach schön, ich freue mich. Ich hoffe, du auch. Letzte Woche schon so lang her. Oh ja. Und ihr habt schon ein Türchen aufgemacht, glaube ich. Mindestens eins. Wenn ihr einen Adventskalender habt. Ich hoffe doch. Ja, eigentlich müssen schon vier sein. Ja. Ach, da muss ich euch kurz erzählen. Mein kleiner Enkel, der, nicht der Jonathan, sondern der ältere Bruder. Wie heißt er denn? Kennt ihr alle? Leonard. Der war ja auch schon ein paar Mal beim Chor. Mhm. Der hat am Vorabend des 1. Dezember beim Einschlafen zu seiner Mama gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann. Ich bin so aufgeregt. Oh, wie süß. Bestimmt warst du auch aufgeregt. Ja, ja. Gut. Okidoki, habt ihr Lust auf Singen? Du darfst dich hinsetzen, du darfst dich hinstellen, du darfst dich zurücklehnen, erstmal ein bisschen hören und dann einsteigen, was du heute brauchst. Wir starten mit CDEFG, ein klein wenig aufwärmen. Locker machen. C, D, E, F, G, 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 wieder runter auf das C, D, E, F, G, 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 G und A, H, C, H, A. Cha, 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 cha und wieder runter auf das C, D, E, F, G, 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 wieder runter auf das C, D, cha, 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 cha und wieder runter auf das C. Ah, jawohl. Ein bisschen warm bist du jetzt schon. Wir starten auch wirklich mit was Bekanntem. Lehn dich zurück. Keiner hat einen Platz für euch. Türen zu. Keiner hat einen Platz für euch. Jeder denkt, lass mich bloß in Ruhe. Gleich nochmal zum Wahrmachen. Keiner hat einen Platz für euch. Jeder lässt seine Türen zu. Keiner hat einen Platz für euch. Jeder denkt, lass mich bloß in Ruhe. Tagelang sind wir gereist und endlich doch am Ziel. Lieber Wirt, habt ihr noch Platz? Wir brauchen ja nicht viel. Keiner hat einen Platz für euch. Jeder lässt seine Türen zu. Keiner hat einen Platz für euch. Jeder denkt, lass mich bloß in Ruhe. Es nicht, Verzweiflung macht sich breit. Arme Frau braucht schnell ein Bett, denn es ist bald so weit. Keiner hat einen Platz für euch, jeder lässt seine Türen zu. Keiner hat einen Platz für euch, jeder denkt, lass mich bloß in Ruhe. Lass mich
ganz schön Glück, dass die den Stall noch hatten. Boah, keiner wollte die Tür aufmachen. Alle waren schon belegt. Manometer. Ja, schlimm, ne? Hm. Heute gibt es ja auch noch Leute, die irgendwie draußen leben. Ja. Und wo vielleicht keiner die Tür aufmacht, müssen dann unter die Brücke oder manche in den Bahnhof. Ja. Ist schon schlimm. Ja, vor allem, wenn es so kalt ist. Ja, genau. Aber da gab es ganz tolle Menschen, die wir dann auch feiern, zum Beispiel am Sonntag, den Nikolaus, die dann was Gutes getan haben. Mhm. Zu jeder Zeit. Oh ja. Immer abswingen. Gemalt, gefällt es dir? Bin immer brav gewesen, stell die Stiefel vor die Tür. Oh, es klopft, ich mach schon auf, wie ich mich freu. Doch du wirkst hinter deinem Bart ein wenig zerstreut. Nikolaus, komm zu uns nach Haus, zieh die Stiefel aus und mach doch mal. Ich hab ein buntes Bild gemalt, gefällt es dir? Bin immer brav gewesen, stell die Stiefel vor die Tür. Oh, es klopft, ich mach schon auf, wie ich mich freu. Doch du wächst hinter deinem Bart ein wenig zerstreut. Nikolaus, komm zu uns nach Haus, zieh die Stiefel aus und mach doch mal. Das ist doch unmöglich, dass ich dein Geschenk verliere. Vorhin hab ich alle Päckchen nachgezählt. So was Blödes, das gerade deines nun fehlt. Nikolaus, komm zu uns nach Haus, zieh die Stiefel aus und mach doch mal eine Pause. Nikolaus, hier bei uns zu Haus, lässt du die Sorgen raus und ruh dich ein. Und komm zur Ruhe. Ich bin noch am Malen, schaust du mir dabei zu? Oh, wie schön, doch sag mal, Kind, was soll das sein? Für meine Augen ist die Zeichnung wirklich zu klein. Nikolaus, komm zu uns nach Haus, zieh die Stiefel aus und mach noch mal eine Pause. Nikolaus, hier bei uns zu Haus, lässt du die Sorgen raus. Du siehst nicht gut, nein. Nimm mal Papas Brille auf, dem Bild, das bist du. Stimmt, mit einer Brille kann ich besser sehen. Und finde auch dein Päckchen, danke, gerne geschehen. Nikolaus, komm zu uns nach Haus, zieh die Stiefel aus und mach doch mal eine Pause. Nikolaus, hier bei uns zu Haus, lässt du die Sorgen raus. Und ruh dich einfach mal aus. Ein so schönes Lied. Und ihr merkt, im Refrain ist einmal komm zu uns nach Haus und einmal hier bei uns zu Haus. Und falls du es mitbekommen hast beim ersten Mal, da habe ich auch ein bisschen gemogelt. Aber das üben wir ja immer weiter. Und ich glaube, nächste Woche, finde ich, dürfen wir es auch noch mal singen. Da ist ja noch die Nikolauswoche so ein bisschen. Wir holen ein altes Stück raus. Oh, das habe ich geliebt. Das kann man auch im Kanon singen. Vielleicht schaffen wir das ja nächstes Jahr. Und
Das geht so. Ich glaube, die Chorkinder, die das jetzt schon, ich glaube, 2, 3 Jahre singen, die können sich auf jeden Fall daran erinnern. Wenn du das noch nicht kennst, hörst du vielleicht ein bisschen zu und machst die Bewegung mit. Und beim zweiten Mal, wir singen es zweimal, dann startest du mit uns ein. Jawohl. Jawohl. Ich bin bereit. Du auch? Ich noch nicht. Oh. Verrat mir das Lied. Ach so, wo ist jetzt bitte schon der Weihnachtsmann? Ah, das. Ja. Genau. Entschuldigung. Lächeln nicht vergessen. Wo ist jetzt bitte schön der Weihnachtsmann? Wer hat ihn heute schon gesehen? Sag mir, wo ist jetzt bitte schön der Weihnachtsmann? Und wann fangen wir endlich mit Geschenken an? Keiner kann ihn hören, keiner kann ihn sehen. Keiner kann auf dieser Welt den Weihnachtsmann verstehen. Geht's nicht etwas schneller, vielleicht sing ich ihm ein Lied, dass er die Geschenke mir als erster gibt. Weihnachtsmann, so lieb, Weihnachtsmann, so nett. Weihnachtsmann, wo bleibst du denn? Wo steckst du denn? Wo bleibst du denn mal wieder? Sag mir, wo ist jetzt bitte schön der Weihnachtsmann? Wer hat ihn heute schon gesehen? Sag mir, wo ist jetzt bitte schön der Weihnachtsmann? Und wann fangen wir endlich mit Geschenken an? Keiner kann ihn hören, keiner kann ihn sehen. Keiner kann auf dieser Welt den Weihnachtsmann verstehen. Geht's nicht etwas schneller, vielleicht sing ich ihm ein Lied, dass er die Geschenke mir als erster gibt. Weihnachtsmann, so lieb, Weihnachtsmann, so nett. Weihnachtsmann, wo bleibst du denn? Wo steckst du denn? Wo bleibst du denn? Das haben wir so gerne hier immer mit euch gesungen. Oh. Aber bald wieder. Genau. Nicht traurig sein und nicht aufhören zu singen. Ich singe jetzt jeden Tag im Auto und zu Hause beim Schmücken und beim Aufräumen. Und ihr habt ja auch schon so toll gesungen. Wir haben jetzt inzwischen richtig schöne Aufnahmen bekommen. Wir haben uns total gefreut. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, wirklich. Oh. Und und wenn dann hier noch die richtige Aufnahmesession dazukommt. Ich freue mich. Oh, das wird so toll. Ich hoffe, ihr habt auch schon Lampenfieber. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Genau. So, Hennes, du bist startklar. Jetzt muss ich noch was erklären. Ihr Lieben, ich habe gerade die Liste geschrieben, was wir heute hier mit euch machen möchten. Und mir ist mit Schreck aufgefallen, dass das Baumhausbuch in der Schule liegt. Tja, es tut mir total leid. Ja, es passiert. Manchmal hat man so viel im Kopf. Aber nächste Woche wirst du dann weiter Bescheid wissen, wie es weitergeht. Und heute hat zum Glück der Hennes noch eine Geschichte rausgesucht. Da hören wir mal ganz gespannt zu. Genau. Noch nicht ist es soweit. Wir haben noch keinen Schnee, aber dürfen trotzdem schon von einem Schneemann träumen. Darum geht es jetzt in der Geschichte. Es war einmal ein Schneemann, der stand mitten im tief verschneiten Walde und war ganz aus Schnee. Er hatte keine Beine und Augen aus Kohle und sonst nichts. Und das ist wenig. Aber dafür war er kalt, furchtbar kalt. Das sagte auch der alte, griesgrämige Eiszapfen von ihm, der in der Nähe hing und noch viel kälter war. »Sie sind kalt«, sagte er ganz vorwurfsvoll zum Schneemann. Der war gekränkt. »Sie sind ja auch kalt«, antwortete er. »Ja, das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen überlegen.
Der Schneemann war so beleidigt, dass er fortgegangen wäre, wenn er Beine gehabt hätte. Er hatte aber keine Beine und blieb also stehen. Doch nahm er sich vor, mit dem unliebenswürdigen Eiszapfen nicht mehr zu sprechen. Der Eiszapfen hatte unterdessen was anderes entdeckt, was seinen Tadel reizte. Ein Wiesel lief über den Weg und huschte mit eiligem Gruß an den beiden vorbei. »Sie sind zu lang, viel zu lang«, rief der Eiszapfen hinter ihm her. »Wenn ich so lang wäre wie Sie, ginge ich nicht auf der Straße.« »Sie sind doch auch lang«, knurrte das Wiesel verletzt und erstaunt. »Das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen mit unverschämter Sicherheit und knackte dabei ordentlich vor lauter Frost. Der Schneemann war empört über diese Art, mit Leuten umzugehen, und wandte sich, soweit ihm das möglich war, vom Eiszapfen ab. Da lachte was hoch über ihm in den Zweigen einer alten, schneeverhangenen Tanne, und wie er hinaufsah, saß ein wunderschönes, weißes, weiches Schneeelfchen oben und schüttelte die langen hängenden Haare, dass 1000 kleine Schneesternchen herabfielen und dem armen Schneemann gerade auf den Kopf. Das Schneeelfchen lachte noch lauter und lustiger, dem Schneemann aber wurde ganz seltsam zumute und er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und da sagte er schließlich: »Ich weiß nicht, was das ist.« »Das ist etwas ganz anderes«, höhnte der Eiszapfen neben ihm. Aber dem Schneemann war so seltsam zumute, dass er gar nicht mehr auf den Eiszapfen hörte, sondern immer hoch über sich auf den Tannenbaum sah, in dessen Krone sich das weiße Schneeelfchen wiegte und die langen hängenden Haare schüttelte, dass 1000 kleine Schneesternchen herabfielen. Der Schneemann wollte unbedingt etwas sagen über das eine, von dem er nicht wusste, was es war, und von dem der Eiszapfen sagte, dass es etwas ganz anderes wäre. Er dachte schrecklich lange darüber nach, sodass ihm die Kohlenaugen ordentlich herausstanden vor lauter Gedanken. Und schließlich wusste er, was er sagen wollte. Und da sagte er: »Schneeelfchen im silbernen Mondenschein, du sollst meine Herzallerliebste sein.« Dann sagte er nichts mehr, denn er hatte das Gefühl, dass nun das Schneeelfchen etwas sagen müsse. Und das war ja wohl auch nicht unrichtig. Das Schneeelfchen aber sagte nichts, sondern lachte so laut und lustig, dass die alte Tanne, die doch sonst gewiss nicht für Bewegung war, missmutig und erstaunt die Zweige schüttelte und sogar vernehmlich knarrte. Da wurde es dem armen, kalten Schneemann so brennend heiß ums Herz, dass er anfing, vor lauter brennender Hitze zu schmelzen. Und das war nicht schön. Zuerst schmolz der Kopf. Und das ist das Unangenehmste. Später geht's ja leichter. Das Schneeelfchen aber saß ruhig hoch oben in der weißen Tannenkrone und wiegte sich und lachte und schüttelte die langen hängenden Haare, dass 1000 kleine Schneesternchen herabfielen. Der arme Schneemann schmolz immer weiter und wurde immer kleiner und armseliger. Und das kam alles von dem brennenden Herzen. Und das ist so weitergegangen und der Schneemann war schon fast kein Schneemann mehr. Da ist der heilige Abend gekommen und die Englein haben die goldenen und silbernen Sterne am Himmel geputzt, damit sie schön glänzen in der heiligen Nacht. Und da ist etwas Wunderbares geschehen, wie das Schneeelfchen
den Sternenglanz der heiligen Nacht gesehen hat, da ist ihm so seltsam zumute geworden und da hat's mal auf den Schneemann heruntergesehen, der unten stand und schmolz und eigentlich schon so ziemlich zerschmolzen war. Da ist's dem Schneeelfchen so brennend heiß ums Herz geworden, dass es heruntergehuscht ist vom hohen Tann und den Schneemann auf den Mund geküsst. So viel noch davon übrig war. Und wie die beiden brennenden Herzen zusammen waren, da sind sie alle beide so schnell geschmolzen, dass sich sogar der Eiszapfen darüber wunderte, so ekelhaft und unverständlich ihm die ganze Sache auch war. So sind nur die beiden brennenden Herzen nachgeblieben und die hat die Schneekönigin geholt und in ihren Kristallpalast gebracht. Und da ist's wunderschön und der ist ewig und schmilzt auch nicht. Und zu alledem läuteten die Glocken der heiligen Nacht. Als aber die Glocken läuteten, ist das Wiesel wieder herausgekommen, weil es so gerne das Glockenläuten hört. Und da hat's gesehen, dass die beiden weg waren. »Die beiden sind ja weg«, sagte es. »Das ist wohl der Weihnachtszauber gewesen.« »Ach, das war ja etwas ganz anderes«, sagte der Eiszipfen rücksichtslos, und das Wiesel verzog sich empört in seine Behausung. Auf die Stelle aber, wo die beiden geschmolzen waren, fielen tausend und abertausend kleine weiße Flocken, so dass niemand mehr was von ihnen sehen und sagen konnte. Nur der Eiszapfen hing noch genau so da, wie er zuerst gehangen hatte. Und der wird auch niemals an einem brennenden Herzen schmelzen und gewiss nicht in den Kristallpalast der Schneekönigin kommen. Denn der ist eben etwas ganz anderes. Soweit. Eine süße Geschichte. Ja. Ich habe euch ein neues Lied mitgebracht. Und bevor wir das mit Musik von meinem Handy hören, möchte ich es einmal mit Hennes vorspielen. Und dann werden wir es so zweimal gemeinsam machen, dass wir den Refrain schon mal können. Und dann nachher gut mitsingen können. Es ist ein ganz ruhiges Lied. Ich habe das deshalb ausgesucht, weil im Moment schmücken wir ja so viel und sehen so viele tolle Lichter. Das ist so wunderschön, gerade in der Winterzeit. Aber noch ist ja Herbst bis zum 21. Dezember. Aber trotzdem kann man Lichtermeer ja auch jetzt schon singen, weil wir haben ja ganz viele Lichter, auch hinter mir. Mhm. Genau. Nehmen wir jetzt nur den Refrain? Ja. Ja. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Schönes Kleid von Frau Winterzeit. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. In die Dunkelheit bringst du machst du nach? Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Das ist so ein bisschen versetzt von der Musik, das macht das interessant, aber da müssen wir es auch richtig singen. Ich mach's nochmal. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Noch ein letztes Mal. Achtung, los geht's. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Und dann kommt schönes Kleid von Frau Winterzeit. Mal mit dir. Schönes Kleid von Frau Winterzeit. Mal den ersten Teil und den zweiten zusammen. Lichtermeer, du wärmst uns.
von Frau Winterzeit. Und dann kommt das nochmal. Ich mach's nochmal vor. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Nochmal mit dir. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Und dann kommt in die Dunkelheit bringst du Herzlichkeit. Nochmal in die Dunkelheit. In die Dunkelheit bringst du Herzlichkeit. Genau. Einmal das Komplette und dann können wir es schon mit Musik machen. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Schönes Kleid von Frau Winterzeit. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. In die Dunkelheit bringst du Herzlichkeit. Genau, das ist wunderschön. Ich werde die Strophen singen, beziehungsweise die Musik singt da auch schon mit. Und beim Refrain steckst du immer gut ein. Viel Spaß! Regentropfen, Dunkelheit, da kommt die Frau Winterzeit. Wehend legt sie ihr Gewand übers ganze Winterland. Wie wir staunen in der Nacht, wenn sie ihren Glanz entfacht, denn aus dem Stoff des Kleides scheinen tausend Lichterlein. Jetzt kannst du mitsingen. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Schönes Kleid von Frau Winterzeit. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. In die Dunkelheit bringst du Herzlichkeit. Mittags trägt die gute Frau ein Gewand im blassen Grau. Keiner sieht sie darin an. Keiner weiß von ihrem Bann. Erst bei Mond und Dunkelheit zeigt sie stolz ihr edles Kleid und jeder dreht sich nach ihr um, nach Lichtern ringsherum. Jetzt kannst du wieder mitmachen. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. Frau Winterzeit, Lichtermeer, du wärmst uns sehr. In die Dunkelheit bringst du Herzlichkeit. Ihre Schwester Sommerzeit trägt ein leuchtend grünes Kleid. Blütenblätter strahlen warm, alle lieben ihren Charme. Doch was wär die Modenschau, wär Frau Winterzeit nicht grau, denn sie verleiht der Schwester Pracht und tröstet uns bei Nacht. Lichtermeer, schönes Kleid von Frau Winterzeit. Lichtermeer, du wärmst uns sehr. In die Dunkelheit bringst du Herzlichkeit.
auch, ich mag das total gerne. Das nennt man eine Metapher. Es wird ja von einem Kleid gesprochen und eigentlich kann der Winter ja gar kein Kleid tragen. Und auch der Sommer, der kann auch kein Kleid tragen. Aber manchmal spielt man gerne mit so Wörtern und Bildern im Kopf, die einem dann in den Kopf kommen. Ne? Bei Sommer denkt man wirklich an grüne Wiesen und die Sonne. Genau. So, wir sind schon am Ende angekommen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ein Lied möchte ich euch noch vorstellen. Das ging nicht mehr aus dem Kopf von meiner Mama. Und auch wenn ihr das noch nicht so könnt, da können wir immer zeigen. Es wird nämlich immer ein weniger. Und ich glaube, Hennes, Plätzchen haben die Mini-Musical-Kids bestimmt schon gebacken. Oh, das glaube ich auch. Ich auch. Jetzt darf die Technik einmal das Lied 10 Plätzchen liegen auf dem Tisch anmachen. Papa Maus hat frische Plätzchen lecker, gebacken. Lecker. Wir starten gleich mit 10 Plätzchen. Ich auch. Vor allem, wenn sie so gerade aus dem Ofen schnapp ich mir eins. Und gerade abgekühlt sind, 10 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Das sind genug, denkt Mama Maus ohne Reu. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 9. 9 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Da hat sich Opa Maus ins Pfötchen gelacht. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 8. 8 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Auch Tante Maus ist extra dafür geblieben. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 7. Mach mit. 7 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Und Onkel Maus, der knabbert nur aus dem Fleck. Oh oh. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 6. 6 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Die hat sich Schwester Maus den ganzen Tag gewünscht. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 5. 5 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Sagt Oma Maus, das sind ja gar nicht von mir. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 4. 4 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Dann trippelt Bruder Maus ganz leise vorbei. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 3. 3 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Cousine Maus denkt, oh, da liegen nur 3. Schnappt sich eins, da sind's nur noch 2. 2 Plätzchen liegen auf dem Tisch, duften ganz verführerisch. Der Mauskursor betont das Große ist mein. Das Große. Schnappt sich eins, da bleibt nur noch 1. Ein Plätzchen liegt auf dem Tisch, duftet ganz verführerisch. Da kommt die kleinste Maus und schnappt sich eins. Oh Papa, was ist das? Kein Plätzchen liegt auf dem Tisch, da duftet nichts verführerisch. Muss Papa nochmal backen gehen. Und schwuppsdiwupps sind's wieder 10. Oh, Papa hat wieder frische Plätzchen gebacken. Wie die duften. Ist da jemand? Oh, ich glaube, ich schnapp mir eins. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Ich glaube, du konntest am Ende mitsingen, ne? Also das waren ja schon 10 Strophen und dann ja nochmal und ne? Der erste Start in der Strophe ist ja immer derselbe. Mhm. So, Hennes, wir sind am Ende. Ja. Es hat aber wieder Spaß gemacht. Ich bin jetzt wieder glücklich, voller Energie für die Woche und das Wochenende. Ich hoffe, du hast was Schönes vor und wenn nicht, dann back mal Plätzchen. Mal gucken, wie viele noch über sind. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich mich auch. Ich esse gerne. Und gern übermorgen gibt es schon den
zweite Kerze? Oh ja! Und dann Nikolaus putzt deine Stiefel, damit am Montag was, oh nee, am Sonntag was drin ist. Samstag Stiefel putzen. Ah. Oh. Okidoki, wir verabschieden uns mit einem Corona-Kuss. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Genau.